schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, deine Propaganda, bla 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 bla, Fake News Media. Keine Masken, keine Abstände. Die Demonstration gegen die Corona-Auflagen in Berlin hatte für heftige Diskussionen geführt. Bis zu 17.000 Menschen hatten laut Polizei die Abschaffung der Corona-Beschränkungen gefordert. Unser Kollege Olaf Sundermeier vom Rundfunk Berlin-Brandenburg beobachtet seit Jahren die rechte und die populistische Szene und war bei dieser Demonstration heute dabei. Das war eine ziemlich bunte Mischung an Menschen, die da heute auf die Straße gegangen ist. Welche Gruppierungen haben Sie da zusammen laufen gesehen? Also die meisten kamen tatsächlich aus Süddeutschland und zwar ursprünglich aus dem Raum Stuttgart, wo wir ja vor Wochen große Hygienedemos, Anti-Corona-Demos erlebt haben mit bis zu 5000 Leuten. Daraus ist ein Netzwerk entstanden, das sich Querdenken nennt, mit sehr vielen Standorten unterschiedlicher Städte in Deutschland mit einem Schwerpunkt in Süddeutschland. Und von dort kamen Tausende von Menschen angereist nach Berlin und haben sich hier tatsächlich mit Menschen gemischt, die wir vor allen Dingen aus dem Pegida-Umfeld kennen, die zum Beispiel dem rechtsextremistischen Verein Zukunft Heimat angehören, aus Cottbus auch andere Gruppen, AfD-Aktivisten waren mit dabei, NPD-Leute aus Kameradschaften, Menschen, die auch ansonsten bei rechtsextremistischen Demonstrationen hier in Berlin auflaufen. Und insgesamt haben sie halt diese große Zahl von 20.000 Menschen heute auf die Straße gebracht. Offiziell 17.000 Teilnehmer, auf der anderen Seite 1,3 Millionen. Kannst du uns helfen, diesen Wirrwarr etwas aufzuklären? Was sind deine Eindrücke oder was für Informationen kannst du uns geben? Ja, also ich kann euch gute Informationen geben. Und zwar hatten wir 14 LKWs, damit die Zuschauer das auch verstehen, was für eine Dimension das überhaupt ist. Wir hatten 14 LKWs. Die an diesem Zug teilgenommen haben. Und wir hatten zu Beginn, also so, als ich es noch überhaupt noch überblicken konnte, hatten wir die Straße unter den Linden zwischen Brandenburger Tor und Friedrichstraße, das sind also so 600 Meter, die waren knicke, knacke voll. Da haben gar keine LKWs mehr durchgepasst. Also genau, und ja, ich war also an der Spitze des Demonstrationszuges zusammen mit einem Polizisten, der abgestellt war für mich und dem ich auch nicht von der Seite weichen durfte, weil ich die ganzen Anordnungen, die er bekommen hat, umsetzen musste und kommunizieren musste. Wir hatten also eine Funkstrecke auch zwischen den ganzen LKWs, damit wir das durchkommunizieren können. Ja, also 11.40 Uhr, viel zu spät, weil so viele Leute dort gewesen sind, sind wir dann losgefahren mit dem ersten LKW. Und eigentlich sollten zu dem Zeitpunkt schon alle LKWs, also 7 auf der einen Seite unter den Linden und die anderen 7 auf der anderen Seite unter den Linden stehen. Das war aber überhaupt nicht mehr möglich, weil alles voll war. Es war alles voller Menschen und also ehrlich gesagt, ich habe natürlich nicht mit so vielen Menschen gerechnet und ich glaube, das hat keiner. Und ja, dann sind wir losgefahren mit dem ersten LKW und eine riesige Menschenmenge hinter uns her. Und wir hatten dann die Hoffnung, okay, dann ist, wenn jetzt mehr Menschen mit dem LKW mitfahren, dass wir dann genug Platz haben, dass das nachrücken konnte. Aber da rückte irgendwie nichts nach. Also sind wir auf die Friedrichstraße hochgefahren, bis zum Oranienburger Tor. Das sind so, ich schätze mal so 700 Meter. Und an der Haltestelle Oranienburger Tor haben wir uns das erste Mal umgedreht, um mal zu schauen, was da überhaupt los ist. Und da waren hinter uns nur Menschen. Menschen, Menschen, Menschen. Und ich habe eigentlich geguckt, weil ich sehen wollte, wo ist denn jetzt eigentlich der zweite LKW? Und da war immer noch kein zweiter LKW in Sicht. Ja, und dann sind wir die Strecke weitergefahren. Wir sind also dann so ein Stück in den Berliner Osten rein, Richtung Alexanderplatz. Und ja, ich habe zu keiner Zeit den zweiten LKW gesehen. Die Funkstrecke war übrigens zwischenzeitlich, also nee, die war abgebrochen zum LKW 2. Und dann habe ich mit dem LKW 2 telefoniert und dann hat man mir mitgeteilt, dass zwischen unserem LKW und LKW 2 3,8 Kilometer Abstand sind, wo nur Menschen waren. Ja, also das, nur, dass man das mal so als Dimension versteht, wie viele Menschen zwischen LKW 1 und 2 waren. Mhm. Ja, ich will damit nicht sagen, dass zwischen allen LKWs so viel Abstand war, das wäre auch gar nicht möglich gewesen.
Ja. Aber wie lang war der Demonstrationszug in gesamter Länge? Kann man das irgendwie sagen? Also, ja, das kann man sagen. Und zwar, als wir einmal durch die Stadt gefahren sind, die Gesamtstrecke war also 7,8 Kilometer. Als wir fast am Ende des Umzugs waren, also fast an der Straße des 17. Juni, waren die letzten Menschen und die letzten Autos noch nicht mal losgefahren. Das heißt, die Demonstrationsschlange, die Spitze, hätte fast dem hinten reingebissen. Die Polizei ist mit einem Hubschrauber über die Straße des 17. Juni geflogen und hat die Schätzungen abgegeben. Die erste Schätzung lautete 250.000, dann 500.000, dann 800.000 und zum Schluss waren es dann die überall genannten 1,3 Millionen Menschen. Diese Zahlen wurden dann natürlich von den Organisatoren mittels Mikrofon an uns weitergegeben. Die Besatzung des Hubschraubers haben sicherlich auch Videoaufnahmen gemacht. Diese sollten veröffentlicht und analysiert werden. Zur Frage, wie viele waren es denn jetzt, gibt es zwei Optionen. Entweder die Polizei hat eine richtige Schätzung abgegeben und es waren wirklich 1,3 Millionen Menschen. Oder die Polizei hat unabsichtlich oder absichtlich eine falsche Information an die Organisatoren weitergegeben. Also mein Truppenführer von der Polizei hat, nachdem wir ungefähr zwei Drittel der 7,8 Kilometer hinter uns hatten, hat er gesagt, die Polizei hat ein Luftbild gemacht und also anhand dieses Luftbilds haben die Teilnehmerzahl auf 800.000 geschätzt. Und cool ist, zu diesem Zeitpunkt habe ich ihm schon einen Online-Zeitungsartikel gezeigt, wo drin stand, schauen Sie mal, hier steht 17.000. Und da haben wir beide herzlich gelacht. Also er und ich. Ja. Und ja. Also nochmal zusammengefasst, du hast auch von der Polizei diese Zahl von 800.000 gesagt bekommen. Genau, vom Führer der Hundertschaft. Also nicht von irgendeinem Polizisten, sondern von dem, der wirklich direkten Kontakt mit den obersten Stellen hatte. Ja. Jetzt heißt es ja aber doch überall in den Massenmedien, diese Zahlen von annähernd einer Million, von 800.000 bis zu 1,3 Millionen, die kämen von den Veranstaltern selbst. Das hätten die in die Welt gesetzt, weil die Größen wahnsinnig sind. In Wirklichkeit waren das knapp 20.000 und 20.000 bis 800.000, das ist ja nun wirklich eine enorme Differenz. Ich stand ab circa 18 Uhr ganz nah an der Bühne und konnte mich mit der Polizei unterhalten. Ich habe ebenso ein Gespräch zwischen einem Polizisten und zwei Teilnehmern mitgehört. Der Polizist meinte auf die Frage, wieso jetzt die Demo beendet werden muss, dass wenn in Berlin mit fast 4 Millionen Einwohnern über 1,3 Millionen Menschen demonstrieren, es ein gewaltiges Problem gibt. Also kann ich auch persönlich als Augenzeuge berichten, dass die Polizisten unten an der Bühne diese Informationen hatten. Das ist ja jetzt nicht gerade eine kleine Zahl. Hat denn das jetzt das Potenzial, sich weiter auszuweiten? Wir haben sehr viele Impfgegner, Reichsbürger darunter, Menschen, die insgesamt diese Corona-Erzählung ablehnen, die nicht daran glauben, dass es das überhaupt gibt, weil sie sagen, das ist eine Erfindung, mit der im Prinzip die Bundesregierung versucht, das Volk zu gängeln. Im Vorfeld haben ja auch mehrere Neonazi-Organisationen dazu aufgerufen, an dieser Demonstration teilzunehmen. Was konntest du da beobachten heute? Ja, das konnten wir tatsächlich auch beobachten. Es waren berühmte Personen der Neonazi-Szene auch Teil dieser Demonstration. Zwar haben die Demonstranten, während sie durch die Stadt liefen, immer auch alibimäßig gerufen, Nazis raus, Nazis raus. Jedoch war nicht zu übersehen, dass auch Rechtsextreme und Nationalisten Teile dieser Demonstration waren. Es waren Reichsfahnen zu sehen. Ich habe auch gehört, wer Deutschland nicht liebt, muss Deutschland verlassen. Also das war auch Teil dieser Demonstration und das ist nicht zu übersehen. Ein großes Konfliktpotenzial liegt auch in der Frage, wie rechts sind die Anti-Corona-Demonstranten. Obwohl offensichtlich Rechtsextreme im Demonstrationszug mitlaufen, lehnt die Mehrzahl der Teilnehmenden diese Zuordnung ab. Wo ist Nazi-Propaganda? Schau dich um! Ich habe hier keine Rechten gesehen, ich fühle mich auch nicht angesprochen. Doch das sei naiv und gefährlich, kontert die Gegenseite. Leider mischt sich hier alles Mögliche, aber
gemeinsam ist denen, dass sie eben keinen Abstand gegen rechts wahren. Man muss doch auch hinterfragen, mit wem man sich da auf die Straße stellt. Das Spannende ist, aus welcher Ecke das teilweise kommt und wer da Seite an Seite steht. Neue Rechte, Identitäre, Reichsbürger, russische Trolle, C-Promis und Leute, die normalerweise gegeneinander und nicht miteinander demonstrieren würden. Und dazu dann aber auch noch Leute, die sich als dezidiert links begreifen, Leute, die denken, dass sie besonders systemkritisch sind und denen es darum geht, die Bürger- und Menschenrechte zu bewahren. Das ist im Grunde so das Narrativ, das sich in Deutschland gerade als das Dominante herausbildet, dass das im Grunde ein Komplott ist, an dem auch die deutsche Regierung beteiligt ist, um massiv die Grundrechte einzuschränken. Wir dürfen uns nicht mehr versammeln, wir dürfen unseren Beruf teilweise nicht mehr ausüben und so weiter und so fort. Und das ist die linke Variante. Das ist die linke Variante, das ist aber natürlich auch die rechte Variante. Das heißt, was wir da sehen, ist im Grunde wirklich so diese typische Querfront, die sich um Verschwörungstheorien immer wieder herausbildet, wo Verschwörungstheorien dann auch in viele Richtungen anschlussfähig sind. Das heißt, man kann sich eine extrem rechte Variante vorstellen, die dann George Soros als den Bösen sieht und die wirklich explizit antisemitisch ist. Da ist der böse Strippenzieher. Man kann aber auch dann eine eher linke, esoterische Variante sich vorstellen, wo Bill Gates der Böse ist, der im Grunde eine globale Impfpflicht durchsetzen will und wo man dann an all diese Verschwörungstheorien andockt, zum Impfen, zu Viren, die es schon vorher gab und die jetzt nicht eher so im rechten Milieu verbreitet sind, sondern eher so auch in einem linken, teilweise auch bürgerlichen Milieu. Und die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte: Als Teilnehmende sollte man sich vielleicht doch fragen, was es bedeutet, wenn man Seite an Seite mit Personen demonstriert, die rechtem Gedankengut anhängen und Verschwörungstheorien anhängen. Die SPD Berlin ruft auf ihrer Webseite dazu auf, sich an der Demo Omas gegen rechts zu beteiligen. Und warnt gleichzeitig vor unserer Demo am 1.8. In Form von Rechtsradikalismus und bezeichnet uns ganz geschickt und indirekt auch als Nazis, indem man dann auf die Demo Berlin gegen Nazis verweist. Meiner Ansicht nach, ich bin ein absoluter Gegner von zukünftigem Homeschooling, weil das Miteinander einfach gefördert werden muss, die Diskussionskultur, und das kann nur bestehen und stattfinden, wenn der Kontakt besteht, denn die Manipulation kann immer in der Separierung erst passieren. Wenn du darauf antworten möchtest, hättest du dir aus der Kollegschaft mehr Widerspruch, mehr Diskussion gewünscht? Das wünsche ich mir seit Jahren. Und es hat mich schier zerbrochen. Punkt. Es wurde viel im Vorhinein berichtet, schlimme Menschen, alle Nazis. Wie empfindest du jetzt hier die Atmo? Ich bin so erleichtert, auch viele Leute zu sehen, also wirklich Mitte der Gesellschaft, mit Kindern, Familien, Mitte der Gesellschaft. Ja, mit Sicherheit haben sich unter eine so große Menschenmenge Personen aller Couleur angesammelt. Das bedeutet, es waren Dutzende Nationalitäten und Kultur vertreten. Es waren Familien mit ihren Kindern, über Pärchen wie wir und große Gruppen bis hin zu Omas im Rollstuhl und Opas mit Krückstock vor Ort. Aus dem ganzen Land sind aus über hunderten Städten Menschen angereist. Es spielte dort keine Rolle, welche Hautfarbe du hast, wie viel Geld du verdienst oder ob du politisch links oder rechts bist. Weder die Sexualität noch die Herkunft haben irgendjemanden interessiert. Alle wollten sich an diesem Tag versammeln, um ein Zeichen zu setzen, dass man in einer Demokratie trotz und gerade mit unterschiedlichen Meinungen und Ansichten miteinander reden muss. Dass nicht nur eine Seite gehört werden darf. Bei einem Gerichtsprozess darf ja auch nicht nur der Kläger seine Perspektive vertreten, sondern die Gegenpartei muss genauso ernsthaft angehört werden. Dies geschieht leider in unserer heutigen Zeit nicht.
Und ja, es werden auch mit Sicherheit einige wenige wirkliche Rechtsextremisten, Nazis und andere Menschen mit sehr extremistischen Wertevorstellungen vertreten gewesen sein. Aber diese Anzahl ist auf die Masse so verschwindend gering. Ich habe aktiv darauf geachtet und ich war ganze 6 Stunden auf der Demo und habe genau 2 junge Männer gesehen, die man in das rechtsextremistische Milieu einordnen könnte. Allerdings waren selbst diese beiden Männer trotz leichten Alkoholkonsum friedlich. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass sich an einem Zeitpunkt alle Menschen hingesetzt haben, um die maximale Antiaggression und Friedlichkeit gegenüber den Polizeibeamten zu zeigen, ein paar Menschen, darunter auch die beiden Männer, nicht hingesetzt haben. Sonst habe ich noch von einem anderen Demo-Teilnehmer gehört, dass sich eine Nazi-Gruppe von ca. 20 Personen gewaltbereit gezeigt hat. Allerdings diese schnell von dannen gezogen sind, da sie niemand für ihre Sache gewinnen konnten. Zudem möchte ich anmerken, dass der Moderator der Demonstration offensichtlich dunkelhäutig ist. Wenn der Wind der Veränderung weht, da bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Lasst uns die Mauern niederreißen und Windmühlen bauen. Lasst uns den Wind der Veränderung einfangen. Ob wir schwarz sind oder weiß sind, ob wir arm sind oder reich sind, ob wir Christen sind, Muslime oder Juden, lasst uns den Weg zur Selbstbestimmung gehen. Und wenn ich euch hier sehe, wenn ich all die erhobenen Hände sehe, wenn ich diese positive Energie spüre, dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir hier etwas Großartiges in Berlin schaffen und dass wir von hier einen Freiheitsruf, einen Weckruf zur Selbstbestimmung an alle Völker, an alle Menschen auf dieser Welt richten. Und ihr seid es, ihr seid Teil dieses Rufs. Danke, dass ihr hier seid. Friede ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Daher ist die Unwahrheit das eigentlich Böse, jeden Frieden Vernichtende. Diese Worte von Karl Jaspers, gesprochen im Jahre 1958, sind heute wichtiger denn je. Es gibt Frieden und Freiheit und Wahrhaftigkeit nur in diesem wundervollen Dreiklang. Und deshalb bitte ich euch, mit mir gemeinsam wahrhaftig zu sein. Seid wahrhaftig! Genauso wie der erste Musiker, der Rapper Schwarz-Weiß. Nun kann jeder von euch selbst entscheiden, ob es wirklich Sinn macht, dass viele Rechtsextremisten auf eine Veranstaltung gehen würden, wo solche Protagonisten auftreten. Fake News Media. Dein Bildschirm ist wie eine Hypnose. Gehirn aus wie bei einer Narkose. Die Inszenierung einer Katastrophe. Ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl schockt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da. Stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at. Wir sind im Krieg, weil der so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Das ist doch gar nicht wahr, das ist doch gar nicht wahr. Wir lügen in diesem Staat, schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar, deine Propaganda, bla 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 bla. Und können wir jetzt bitte die Kamera auf der Bühne ins Publikum, auf die Leinwände schalten und auch, dass das alles gefilmt und dokumentiert wird. Weil wir sind ja in den letzten Wochen von der Presse durchaus in bestimmte Richtungen gedrängt worden. Von daher möchte ich jetzt einfach mal bitten um alle Handzeichen, die rechts sind. Jetzt alle, die links sind. So, und jetzt alle anderen. Diese Meinung vertreten Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Menschen in Deutschland. Und nur weil ein paar Dutzend Rechtsextremisten und Nazis immer noch in der Zeit von 1933 bis 1945 leben wollen und eine komplett rassistische Weltsicht vertreten und auf eine Demo gehen und dort vergeblich Leute zu rekrutieren,
soll ich und all die anderen 100.000 Menschen jetzt vor Ort nicht erscheinen? Es wird immer Extremisten auf der Welt geben, die etwas gegen andersdenkende und anders aussehende Menschen haben werden. Und diese Menschen werden immer versuchen, Bewegungen und Demonstrationen zu unterlaufen und für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Wir haben mit dem Problem zu tun, dass massiv Falschinformationen, eigene Wissenschaftswelten, eigene mediale Welten im Internet gebildet wurden. Was aber wir übersehen haben, ist, dass sie sich verbinden mit radikalisierten politischen Ideologien, die Menschen Demokratie distant machen. Die Polizei wird gleich hier erscheinen und wird sagen, dass die Versammlung aufgelöst ist. Wir sehen keinen Grund dafür. Das heißt, von Seiten der Veranstalter wird hier nicht aufgelöst, sondern aufgelöst werden muss durch die Polizei. Versammlung von Menschen und die größte Versammlung von Menschen, die die Bundesrepublik Deutschland je gesehen hat. Wer diese Veranstaltung auflöst, verstößt gegen genügend Grundrechte. Am Abend löst die Polizei die Kundgebung auf, weil sich kaum jemand an die Corona-Regeln hält. Lauter Protest. Auch wenn die meisten Demonstranten die Kundgebung am Ende friedlich verlassen. Wir hören mal rein. Thank you.
Es erfolgt eine Durchsage der Berliner Polizei. Die Durchsage richtet sich an alle Personen, die sich im Bereich des 17. Junis befinden und Teilnehmer der Veranstaltung VHA1 sind. Die Versammlung hat zum einen die Auflage, dass ein Mund- und Nasenschutz zu tragen ist. Dieser Auflage wird nachhaltig nicht nachgekommen. Darüber hinaus werden allgemeine Hygienevorschriften, Hygieneabstände nicht eingehalten und der Versammlungsleiter hat keine Möglichkeit, auf sie einzuwirken, dass diese Vorgaben, Abstände und ein Mund- und Nasenschutz getragen wird. Rund 1500 Beamte sind ja heute in Berlin im Einsatz. Wie ist deine Einschätzung? Wie fühlt sich die Stimmung an? Wie wird es dort jetzt weitergehen? Ja, die Stimmung war den ganzen Tag über eigentlich absolut friedlich. Die Menschen begannen halt unter den Linden hier durch die Stadt zu ziehen und da war auch nicht besonders viel Polizei. Die Polizei hatte auch keine Helme oder sonstige Montur an und begleitete die Demonstration eigentlich nur, hielt den Weg frei. Jetzt in den letzten Minuten wird es hier ein bisschen lauter, ein bisschen aggressiver. Die Polizei fordert halt immer wieder dazu auf. Die Menschen wollen dieser Folge nicht leisten lassen, skandieren zurück und es lädt sich ein bisschen mehr auf in den letzten Minuten. Wie es jetzt weitergeht, müssen wir halt in den nächsten Minuten schauen. Ein paar Demonstranten sind auch, nachdem die Polizei die Bühne geräumt hat, in diese Richtung, Richtung Reichstag gelaufen und stürmen dort jetzt die Reichstagswiese direkt vor dem Reichstag. Und da sind dann auch entsprechend viele Polizeikräfte hinterhergerückt. Und wir werden niemals zu Gewalt greifen. Wer uns folgt, wird niemals zu Gewalt greifen. Wir gehen den Weg Mahatma Gandhis. Bitte. Deshalb, ihr bleibt ganz ruhig. Wenn wir jetzt weitergehen. So, nur dass ihr das wisst. Der Olaf hier neben mir war über 30 Jahre in der SPD, ist noch einmal Gewerkschaftsmitglied. Ich war 26 Jahre in der CDU und ich bin heute parteilos. Warum wir dort hinten weggegangen sind, ist, dort haben Rechtsextreme an Nikolai Nerling, der Volkslehrer, der wegen Holocaustleugnung, ich glaube zu 10.000 Euro Strafe verdonnert wurde, gesprochen. Wenn ich dort mir die Bühne hätte geben lassen, könnt ihr euch vorstellen, was die Medien dann mit uns gemacht hätten. Deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt hierher gegangen sind, um uns damit auch ganz klar abzugrenzen. Weil das heute, das ist ja nicht das Ende, sondern das ist der Anfang. So ist es! So ist es! So ist es, Freunde! Und die Menschen, die heute zu euch gesprochen hätten, die verabscheuen alle Josef Stalin, den Diktator der Sowjetunion, Adolf Hitler, den deutschen Diktator. Und deshalb, bitte? Was ist denn hier? Bitte, keine Aggression. Keine Aggression, ich schaff's das hier auch. Ja? Wir wollen alle nicht unter einem Josef Stalin oder unter Adolf Hitler leben. Wir wollten heute mit euch gemeinsam ein Friedensfest feiern. Wir wollten heute mit euch allen gemeinsam für Frieden und Freiheit und Wahrheit und Selbstbestimmung auf die Straße gehen und nicht für irgendwelche Tyrannen und Diktaturen. Wir wollen die Freiheit der Menschen. Keine Gewalt! Keine Gewalt! Keine Gewalt! Keine Gewalt! Keine Gewalt! Keine Gewalt! Ja, ja. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
Also meine Lieben, ich weiß nicht, warum, man weiß nicht warum, man weiß nicht wozu, man weiß nicht weswegen, aber er ist jetzt offensichtlich festgenommen worden. Wir haben den Anwalt! Wir haben den Anwalt! Hier wurde eben Thorsten Schulte abgetragen. Ganz das, was der Mann gemacht hat, ist, er ist in den Bereich hinter der Bühne gegangen. Wo alle möchte waren. Mir hier irgendeiner der anwesenden Polizisten erklären, welchen Straftatbestand das erfüllt und wie ihr das rechtfertigen wollt? Ich war auch hinter der Bühne. Wie möchtet ihr das rechtfertigen? Wie könnt ihr euch heute Abend beim Spiegel anschauen? Wie? Schämt ihr euch nicht? Genau. Ihr seid Täter! Ja, wir wenden uns an die Pressestelle. Ihr habt hier gerade jemanden verhaftet, ohne jeden Grund! Und das ist ein Anwalt! Ihr seid die Täter! Das ist ein Anwalt! Und es gibt viele andere Anwälte, die so denken. Und Gesundheitsminister Spahn twitterte eben, ja, Demonstrationen müssen auch in Corona-Zeiten möglich sein, aber nicht so. Mein Kollege Peter Wilke hat den ganzen Tag die rund 80 Demonstrationen in Berlin begleitet. Er ist mir jetzt zugeschaltet. Peter, wir wollen vor allem über die Demonstration auf der Straße des 17. Juni sprechen. Was spielt sich jetzt dort gerade ab? Ja, Patricia, wir stehen direkt vor der Bühne hier auf der Straße des 17. Juni, wo die Organisation Querdenken 711 heute zum Protest aufgerufen hat. Jetzt in den letzten Minuten ist es hier ein bisschen lauter geworden. Die Polizei ist nämlich auf die Bühne getreten, hat zuerst die Personen auf der Bühne dazu aufgefordert, die Bühne zu verlassen. Geisel lässt Mikrofon abdrehen. Als Dr. Med Bodo Schiffmann um 16.45 Uhr an den Stufen zur Bühne zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor stand, um zu sprechen, ließ der Berliner Innensenator Andreas Geisel, SPD, das Mikrofon abdrehen und von Polizeitruppen die Bühne stürmen. Dr. Schiffmann ist praktizierender Arzt und Vorsitzender der neuen Partei Wir 2020, die Berlin und bundesweit bei Neuwahlen antreten wird. Und da die Personen dieser Aufforderung nicht Folge geleistet haben, ist die Polizei dann dazu übergegangen, die Person von der Bühne zu tragen. Außerdem baut sich die Polizei in schwerer Montur dort vorne vor der Bühne auf, fordert die Demonstranten hier immer wieder dazu auf, den Ort zu verlassen, weil die Kundgebung aufgelöst wurde. Die Personen wollen der Aufforderung aber nicht Folge leisten. Sie skandieren, wir bleiben hier und wollen eben hier bleiben. Vorhin saß auch eine ganze Menge der Menschen. Ja, und jetzt muss man schauen, wie es weitergeht. Wahrscheinlich, wenn die Personen nicht von alleine hier weggehen, wird die Polizei auch alle Personen hier vor Ort wegtragen. Dutzende Polizisten in schwarzer Montur standen auf der nach beiden Seiten hin offenen Bühne. Nun der schieren Menge der Demonstrantinnen und Demonstranten der Demokratiebewegung zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule gegenüber. Im Massensprechchor rief die Menge auf der Straße des 17. Junis Diktatur, Diktatur. Die Situation schien bedrohlich zu werden. Die Polizei hätte gegen das Volk nicht den Hauch einer Chance gehabt. Doch die Demokratiebewegung bewies erneut ihre Friedfertigkeit und setzte sich unter den Rufen schließt euch an im Schneidersitz zu Boden. Zwischenzeitlich hatten Demonstrantinnen die Beamten in der Sommerhitze sogar mit Trinkwasser versorgt, da deren Nachschub nicht organisiert worden war. Gesprochen werden konnte auf der Bühne nicht mehr, doch die Feierlichkeiten gingen bis in die Nacht, wo am Brandenburger Tor mit einem Feuerwerk das Ende der Pandemie proklamiert wurde. Der Souverän hat entschieden. Gegen Innensenator Geisel laufen nach Angaben verschiedener Quellen bereits mehrere Klagen. Ja, auf der Bühne wurde ja auch genau das gefordert, gegen das die Demonstranten sind, nämlich Abstand halten und eine Maske tragen. Ist denn überhaupt irgendjemand diesen Forderungen der Polizei nachgekommen? Nein, auf gar keinen Fall. Also auf der Bühne von den Veranstaltern wurde noch mehrmals gesagt, ja, haltet Abstand. Von der Maske wurde da gar nichts gesagt und trotzdem wurde sich da nicht dran gehalten. Man hat so ein bisschen versucht, den Abstand anzuhalten, aber wirklich ernst zu nehmen war das nicht. Und Maske auf gar keinen Fall. Wenn wir als Reporterteam auch zu vielen Demonstranten kamen und eine Maske auf hatten, wurde zu uns gesagt, zieht die Maske ab, so rede ich nicht mit euch. Also hier absolute Anti-Haltung gegenüber der Maske. Sie demonstrierten für ein Ende der Corona-Auflagen und weil sie dabei bewusst kaum Mund-Nasen-Schutz trugen und wiederholt gegen Abstands- und Hygieneregeln verstoßen wurde, löste die Polizei die Kundgebung am Nachmittag vorzeitig auf.
Die Polizei hat es den ganzen Tag schwer, die Corona-Auflagen bei den Demonstranten durchzusetzen. Sie trifft nicht nur auf Ablehnung, sondern auch auf Aggressivität. Wir haben aber feststellen können, wenn wir zum Beispiel unsere Lautsprecherdurchsagen durchgeführt haben, dass uns kollektiv begegnet wurde. Man hat uns ausgebuht, ausgepfiffen, man wollte diese Anweisung gar nicht hören. Das heißt, es ist schon eine gewisse Grundstimmung in diesem Aufzug festzustellen gewesen. Eine Aggressivität, die Fachleute nicht überrascht. Denn die Mehrzahl der Demonstranten fühle sich missverstanden und ausgegrenzt. Sie eine ein großes Misstrauen staatlichen Institutionen gegenüber. All das berge das Potenzial zur Radikalisierung. Ihre Versammlung ist beauftragt mit dem Tragen einer Mund- und Nasenabdeckung. Ich weise Sie daher darauf hin, dass die Nichtbeachtung eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Des Weiteren, halten Sie bitte den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter zueinander ein. Der Abstand der LKWs zueinander beträgt 200 Meter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also bis jetzt ist die Lage sehr friedlich. Ich hoffe, dass die Menschen friedlich miteinander umgehen, dass man versteht, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Auch wenn jemand eine andere Meinung hat, ist das völlig okay, der gehört auch zur Menschheitsfamilie. Nach den Demonstrationen mit Verstößen gegen Corona-Regeln in Berlin ist eine Diskussion über Konsequenzen entbrannt. Bundesjustizministerin Lambrecht von der SPD lehnte eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit im Spiegel ab. Dagegen sprachen sich Politiker der Union dafür aus, bei Demonstrationen gegebenenfalls restriktiver vorzugehen. Der CDU-Innenpolitiker Schuster regt an, solche Kundgebungen künftig nicht zuzulassen. Wenn die Versammlungsbehörde bemerkt, dass es faktisch unmöglich ist, mit 20.000 Teilnehmern die Regeln einzuhalten, wenn strenge Auflagen verwehrt werden, dann muss man auch darüber nachdenken, eine Versammlung zu verbieten. Darüber hinaus ist es natürlich eine Sache, sich selbst zu gefährden. Aber es ist nicht hinnehmbar, dass Demonstrierende sich ihrer Verantwortung gegenüber anderen, möglicherweise Schwächeren in der Gesellschaft, nicht bewusst sind oder diese bewusst ignorieren und deren Gesundheit und Leben riskieren. Kritik gab es auch von der Bundesvorsitzenden der Linken, Katja Kipping. Auf diesen Demonstrationen wurde das Ende von Corona ausgerufen. Aber das Agieren und das konkrete Verhalten der Teilnehmenden wird wohl eher dazu führen, dass die zweite Welle viel härter wird mit höheren Infektionszahlen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und auch der Deutsche Städtetag forderten Geldstrafen bei Verstößen der Demonstranten. Zuvor wurde eine Anzeige gegen den Demo-Veranstalter gestellt, weil auf der Veranstaltung gegen die Hygienemaßnahmen verstoßen worden sei. Die SPD-Politikerin Saskia Esken bezeichnet die Demonstranten wegen der Missachtung der Hygieneregeln als Covid-Idioten. Und wir schreiben das Jahr 2020, 1984, die Corona-Pandemie ist das neue Sprechwort, Machtet und der Grundrechte entzogen. Impfen ohne Zwang ist nicht grundsätzlich gelogen, wenn du es freiwillig machst und dann zeigst mit einem Pass oder Chip unter der Haut. Schöne neue Welt mit dem Geld von Bill Gates und einer Clique eingekauft. Das Video zeigt zwei Polizisten in ihrem Dienstwagen. Um sie herum stehen zig Demonstranten. Dann ein Klirren und die Scheibe des Autos zerspringt. Der Polizist am Steuer duckt sich und hält sich die Arme über den Kopf, während sein Kollege schreit: Hau ab, hau ab. Thank you.
Die Medien berichten hierbei, dass zwischen 18 und 45 Polizisten verletzt worden sind. Nun wird diese Information in die Überschrift geschrieben und dabei ein Bild mit der Corona-Demo auf der Straße des 17. Juni gegen die Auflagen verwendet. Ebenfalls wird in den Texten fast ausschließlich diese eine Demo thematisiert. Allerdings kann man immer wieder einen bestimmten Absatz finden, den man sich genau durchlesen muss. Eine Zuordnung zu den einzelnen Demonstrationen sei aktuell nicht möglich, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Nun an euch die Frage, wenn es so offensichtliche Übergriffe von Seiten der Demo-Teilnehmer auf der Straße zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule gegeben hätte, könnte man diese sicherlich leicht zuordnen und es würde ebenfalls Video- und Bildaufnahmen und somit Beweise dafür geben. Nun werden alle Demos in einen Topf geschmissen und die Leser im Glauben gelassen, dass auch bei unserer Demonstration Gewalttaten gegenüber der Polizei verübt worden sind. Dafür gibt es aber weder Indizien, geschweige denn Beweise. Ich stand ganz vorne an der Bühne und habe mich, wie all die anderen Teilnehmer, respektvoll mit den Polizisten unterhalten und ausgetauscht. Wir haben ihnen geholfen, über die Absperrung zu steigen, haben ihnen Wasser zur Verfügung gestellt und ihnen einen schönen Feierabend gewünscht. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Zeit vor George Floyd erinnern. Niemand durfte auf die Straße und die Medien haben alles getan, alle Menschen, die aus Angst vor dem Verlust ihrer Grundrechte oder aus ihrem historischen Gewissen gegen die Notstandsverordnung des Corona-Kabinetts protestiert haben, als gemeingefährliche und irre Gesellschaftsfeinde darzustellen. Oft wurde behauptet, diese Demos würden von Rechten gekapert werden. Und doch wenn es vielleicht derartige Versuche gab, waren sie nicht von Erfolg gekrönt. Die Wahrheit schien viel simpler zu sein. Auch Menschen aus dem rechten politischen Spektrum können unter Umständen aufrechte Demokraten sein und für ihre Grundrechte auf die Straße gehen. Und, wer hätte es gedacht, sogar Menschen aus dem linken politischen Spektrum können aufrechte Demokraten sein, auch wenn man sie dieser Tage nicht mehr so häufig sieht oder hört. Vorab möchte ich nochmal betonen, dass die Regierung im März unsere Grundrechte, das Recht auf Versammlung bzw. Demonstration, eingeschränkt, sogar verboten hat. Die Grundrechte heißen meiner Meinung nach nicht umsonst Grundrechte und sollten daher genau in außergewöhnlichen Zeiten erhalten und beschützt werden. Damals sind viele von uns, darunter auch ich, auf die Straße gegangen, um für diese unantastbaren und demokratisch elementaren Menschenrechte einzustehen. Wir haben damals friedlich mit viel Geduld und Ausdauer demonstriert und auch wenn uns viele Steine in den Weg geworfen wurden, haben wir auch für eure Rechte gekämpft. Damals wurden wir, wie heute, als asoziales, irrationales und unsolidarisches Pack diffamiert und als Gefährder für die Gesellschaft eingestuft. Die Mainstream-Medien haben alles dafür getan, die Demonstrationen im Keim zu ersticken und die Teilnehmer als Wirrköpfe und Spinner darzustellen. Wenn du in den letzten Wochen auf eine Demo gegangen bist, dann bist du ein Verschwörungstheoretiker, Angstmacher, Rechtspopulist, Weltverschwörer. Und wir wollen heute dieser absolut neutralen Berichterstattung ein bisschen auf den Zahn fühlen und aufzeigen, dass eure Meinung von den Massenmedien geframed wird. Und nur wenige Wochen später sind ebenfalls zehntausende Menschen im Zuge der Black Lives Matter Demos auf die Straße gegangen. Diese Menschen haben also von ihrem Grundrecht Gebrauch gemacht, das wir zuvor unter übelster Beschimpfung friedlich erkämpft haben. Die Teilnehmer haben ebenfalls nicht alle einen Mundschutz getragen und die Abstände eingehalten und trotzdem gab es seitens der Politik und Medien Lobeshymnen für das politische und gesellschaftliche Engagement. Fragt euch, wieso auch nicht wenigstens hier kritisiert wurde, dass die Versammlungen zur Verbreitung des Virus beitragen. Versteht mich nicht falsch, ich finde es toll, wenn Menschen gegen Rassismus und für Vielfalt und Toleranz auf die Straße gehen. Allerdings wurde offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen. Und das bitte ich euch zu hinterfragen. Wie können auf der einen Seite die Teilnehmer einer Demo zur Verbreitung des Virus angeprangert werden und auf der anderen Seite können gar nicht genug Menschen auf die Straße gehen? Hier kann ich nochmals auf mein letztes Video verweisen. Dort zeige ich auf, dass nachweislich alle bisherigen Demonstrationen nicht zu einem Anstieg des Infektionsgeschehens geführt haben. Übrigens wurde auch bei diesen Demos viele Polizisten verletzt. Dies wurde allerdings nur berichtet und niemand hat sich großartig darüber echauffiert oder kritisiert. Es sollten friedliche Demos gegen Rassismus und Polizeigewalt werden in Hamburg und Berlin. Am Ende kam es von einzelnen Protestlern zu Attacken gegen die Polizei. Böller wurden gezündet, Steine und Flaschen geworfen. In Hamburg setzte die Polizei Wasserwerfer ein. In Berlin wurde ein Pressefotograf am Kopf verletzt. In Hamburg hatten sich am Samstagnachmittag zunächst 14.000 Menschen friedlich in der Innenstadt versammelt, um nach dem Tod des US-Amerikaners George Floyd gegen Rassismus zu protestieren. Die Hamburger Polizei hatte bereits vor den Demonstrationen ihre Solidarität erklärt. "Wir stehen an eurer Seite", twitterte sie vor Beginn der Kundgebungen. Und weiter:
Rassismus darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Wir arbeiten täglich dafür, dass sich alle Menschen in Hamburg sicher fühlen können. Während der allergrößte Teil der Demonstranten friedlich gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstrierte, griffen am Ende der Kundgebung gegen 17.30 Uhr einige Demonstranten die Polizei an. Es kam zu vereinzelten Zusammenstößen, Feuerwerkskörper wurden gezündet. Bei den Zwischenfällen wurde mindestens eine Polizistin verletzt. Gegen 17.54 Uhr löste die Polizei dann die Demonstration auf. Es kam zu weiteren Attacken und Flaschenwürfen. Außerdem errichteten Randalierer immer wieder Barrikaden auf den Straßen rund um den Rathausmarkt. Am frühen Abend setzte die Polizei Wasserwerfer ein. Und auch in der Hauptstadt kam es zu Gewalt. Nach der friedlich verlaufenden Demonstration am Berliner Alexanderplatz ist es am Samstag laut Polizei zu einem Gewaltausbruch gekommen. Aus einer größeren Gruppe heraus wurden vor dem Berolina-Haus Steine und Flaschen auf Polizisten und Passanten geworfen. Es gab vereinzelt verletzte Polizisten und Festnahmen. Wären nicht am Anfang nach Verhängung der Maßnahmen seitens der Regierung Menschen auf die Straße gegangen, die dagegen demonstriert haben, wären vermutlich immer noch Demonstrationen verboten. Die Politik und Medien messen Demonstrationen mit zweierlei Maß. Dadurch berichten sie tendenziös und propagandistisch. Nun ist deine Aufgabe, das Ganze zu hinterfragen. Es ist immer das gleiche Spiel, nur auf einer neuen Map. Wenn hierzulande Demonstranten auf die Straße gehen, um gegen die Regierung zu demonstrieren, werden sie von den Medien abgewatscht. Es wird wirklich alles unternommen, um neue Bewegungen im Keim zu ersticken. Und das hat vor allem einen Grund. Der Normalbürger, was auch immer das sein mag, soll bloß nicht auf die Gedanken kommen und auf die Straße gehen wollen. Das muss verhindert werden. Er darf sich daheim vor den Nachrichten aufregen oder über seine Zeitung kotzen, am Stammtisch mit den Kollegen wüten, aber der unzufriedene Bürger soll unsichtbar bleiben. Darum ist es immer das gleiche mediale Spiel. Wenn es doch mal Bürger wagen und auf die Straße gehen, werden sie diffamiert. Medial so schlecht dargestellt, wie das nur irgendwie möglich ist. Also egal ob Occupy, die Mahnwachen oder jetzt die Corona-Demos. Die Demonstranten werden als Aluhutträger, Verschwörungsideologen, Corona-Leugner oder Spinner betitelt. Und gerne werden alle auch noch ins Rechtsextreme geschoben. Aluhüte, Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme, Antisemiten, Angstmacher, obskure Verschwörungstheoretiker. Wer an einer solchen Demo teilnehme, müsse sich bewusst machen, an wessen Seite er stehe. Und die Medien, Stichwort Lückenpresse, zeigen nur kleine Ausschnitte, die in ihren vorgefertigten Frame passen. Der Fokus richtet sich nur auf die Randgruppen. Das Schlechteste und Absurdeste wird hervorgehoben. Die Masse der normalen Menschen wird ausgeblendet. Und warum? Weil sonst ja noch viel mehr Menschen auf die Straße gehen würden. Alle, die auch Zweifel haben, denen das auch alles komisch vorkommt und der Politik zu Recht misstrauen. Und das sind verdammt nochmal viele. Aber genau das wollt ihr, liebe Medien, doch gar nicht. Das, was ihr mit eurer Hofberichterstattung macht, soll verhindern, dass noch mehr Leute auf die Straße gehen. Ihr macht alle fertig, die euch oder der Regierung widersprechen. Und das nimmt teilweise schon die absurdesten Formen an. Und hat heute mit Corona nochmal ein ganz neues Level erreicht. Denn kritische Stimmen, also vor allem die mit Reichweite, werden nicht mehr nur noch lächerlich gemacht oder ausgeblendet. Nein, damit ihnen wirklich niemand mehr zuhört, müssen sie als das personifizierte Böse hingestellt werden, als gewalttätig und irre. Und dafür schreckt man vor nichts mehr zurück. Menschen, die weder links noch rechts sind und es auch nicht sein wollen. Menschen, die vielleicht das Notwendige wollen, das, was die Not wendet und was das Beste für die gesamte Gesellschaft ist, egal ob man es jetzt links oder rechts verschubladen kann. Menschen, die das gute alte Gefüge von links und rechts, gut und böse in Frage stellen, sind in unseren Zeiten die Staatsfeinde Nummer 1 und die unbeliebtesten Zeitgenossen für etablierte Machtstrukturen und deren mediale Ausspielkanäle. Menschen wie zum Beispiel ein Ken Jebsen. Wir erinnern uns daran, wie peinlich, charakterschwach und fadenscheinig man versucht hat, eine Verbindung zwischen dem Anschlag auf das Produktionsteam der ZDF-Heute-Show und KenFM herzustellen. Angriff auf Team der Heute-Show. Ken Jebsen nutzt Studio von attackierter TV-Produktionsfirma. Und in gewohnter Qualitätsmedienmanier hauen sie erstmal auf Jebsen ein. Nur rechte Randgruppen und linke Randgruppen würden ihn verfolgen und seinen Hass auf demokratisch gewählte Politiker und Medien. Und beschreiben dann direkt danach, wie brutal das ZDF-Team zusammengeschlagen wurde. So vermittelt man schon mal subtil einen Zusammenhang zwischen KenFM und dem Angriff auf das Heute-Show-Team. Aber was sind denn jetzt diese glasklaren Verbindungen, die das rechtfertigen würden, so einen Drecksartikel zu schreiben? Es
gibt keine. Der gesamte Aufhänger, damit der Spiegel so einen Verriss schreiben konnte, ist, dass ein Heute-Show-Kamerateam und KenFM in dasselbe Studio eingemietet sind. Und am Tag vor der Demo hat Bernd Leun in einer Tagesdosis geschrieben, dass das ZDF dort drehen würde. Da bin ich wirklich baff. Also, da hat der Spiegel wirklich investigativ Ken Jebsen quasi auf frischer Tat ertappt. Damit haben Sie nicht gerechnet, nicht? Auf frischer Tat ertappt. Also Fakten? Fehlanzeige. Nur ein Gefühl, das der Spiegel vermitteln will. Es soll bei dir hängen bleiben. Ken hat irgendwas mit dem Angriff zu tun. Man versucht ihm erst selbst irgendwie eine Mittäterschaft in den Hals zu schreiben. Und ganz am Ende vom Artikel kommt man dann auch noch drauf, dass das Kamerateam ja vielleicht auch wegen Hass auf Ken Jebsen angegriffen worden sein könnte. Und da hilft der stürmende Spiegel gerne nach. Denn in den Spiegel-TV-Beitrag, der noch am selben Abend veröffentlicht wurde, liefert man den potenziellen Angreifern gleich die Adresse vom KenFM-Studio hin. Hinterher. So, als ob man sagen wollen würde, da müsst ihr hin, das ist die Straße, so sieht das Haus aus. Was will der Spiegel damit bezwecken? Er zündelt bewusst an einer Stimmung, die mehr als nur brandgefährlich ist. Dass Ken und sein Team bedroht und sogar schon seine Kinder als Zielscheibe benutzt wurden, reicht dem Spiegel anscheinend noch nicht. Erst wenn Ken und andere Kritiker final zum Schweigen gebracht wurden, werdet ihr in euer selbstgerechtes Spiegelbild schauen. Ich sehe schon das Spiegelcover der Zukunft vor mir. Stoppt Jebsen jetzt! Aber was hat Ken denn gemacht? Man mag ja vielleicht alles für Unsinn halten, was er erzählt, oder denken, der spinnt oder sonst was, aber was macht Ken Jebsen? Er ruft dazu auf, friedlich zu demonstrieren, zu meditieren, mit Mindestabstand, still und leise auf einer Decke. Bestenfalls mit Kopfhörern, dass man noch nicht mal auf Provokationen eingehen kann, egal von wem. Oder er fährt als Pippi Langstrumpf verkleidet im Kreis und schreit: Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich lass mir das nicht länger gefallen! Das ist euer Feindbild? Das ist der gefährliche, potenzielle Gewalttäter? Ich glaub's nicht. Aber was hat denn Ken als Reaktion auf die Gewaltfantasien des Spiegel gemacht? Dieser böse Antidemokrat mit, Achtung, gefährlich, iranischen Wurzeln? Nichts. Also keine Gewaltaufrufe, keine Racheaktionen, kein Aufhetzen. Nein, er fordert einen demokratischen Corona-Untersuchungsausschuss. Und wenn man die letzten Monate der Corona-Politik auch nur mit einem halben wachen Auge beobachtet hat, dann ist es ja wohl das Mindeste, was wir als souverän von unseren Regierungen fordern, nein, sogar verlangen sollten. Wir brauchen einen Corona-Untersuchungsausschuss. Und wir kriegen einen Corona-Untersuchungsausschuss. Dann aber gab es wirklich einen Anschlag auf Ken Jebsen. Nur hat das am Anfang keiner mitbekommen, denn der Anschlag schlug fehl. Für alle, die noch nicht auf dem neuesten Stand sind, gibt es hier jetzt eine Zusammenfassung zum Anschlag auf Ken Jebsen auf der Querdenken-Demo in Stuttgart am 9. Mai. Unter den Demonstranten? Eine Gruppe, die er transparent noch nicht entrollt hat. Die Frau mit dem olivgrünen Basecap gehört dazu. Sie und dieser maskierte junge Mann werden am Abend versuchen, einen Anschlag auf Ken Jebsen durchzuführen. Und ich habe erstmal nichts gemerkt, außer ich habe gehört, hinten ist was los. Dann habe ich mich gedreht. Dann habe ich zu Hause meine Videos analysiert, die ich mitgeschnitten habe. Und zack, das habe ich gar nicht mit Auge gesehen. Diesen jungen Mann, der offensichtlich was geworfen hat. Und hier sieht man auch Smog. Und die zwei Damen rennen weg. Und in dieser Zeit, genau in dieser Sekunde, hier rechts, wird ein Plakat hochgehalten mit dem Aufschrift, das habe ich erst später erfahren, Klassenkampf statt Querfront. Ich stande unfreiwillig neben oder mitten in einer Gruppe, die dorthin gekommen ist, um Ken Jebsen anzugreifen. Sie waren dunkel gekleidet, auffällig dunkel. Sie haben alle eine Gesichtsmaske getragen, was jetzt nichts Besonderes ist im Moment, aber sie haben sie die komplette Zeit über nicht abgenommen. Sie waren jung, es waren zwei Frauen, zwei Männer, also alle Anfang 20, Mitte 20. Dann habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, wie ein Gegenstand aus meinem linken oberen Augenwinkel, wie ein Gegenstand nach vorne fliegt auf die Bühne. Und deswegen bin ich auch dann auf ihn zugegangen und habe ihn erstmal festgehalten. Der hat wild um sich geschlagen, aber jetzt nicht in meine Richtung. Also er hat nicht versucht, mich zu verletzen, sondern einfach nur sich loszureißen. Und ist zu der Gruppe gegangen, mit der er gekommen ist. Die Maskierten verlassen das Gelände in verschiedene Richtungen. Während sich die Frauen ihren Weg nach hinten links bahnen, steuert der Werfer auf das hintere Ende des Demogeländes zu und läuft dabei zufällig direkt vor der Kamera unserer Zuschauerin vorbei. Und es gab nur einen Einlass, hinten links. Das war vielleicht so ein 4-Meter-Tor, das sieht man, das ist hier.
Das sind die ganze Menge. Hier waren noch sehr viele Leute. Das ist ja nur ein Ausschnitt. Und da war der Anlass. Das heißt, wenn es jetzt hier explodiert hätte und es gäbe Panik und da gab es viele Eltern mit Kindern, da hätte er hundertprozentig Verletzte gegeben. Eine Woche später kommt es zu weiteren schwerwiegenden Anschlägen. Die Trucks der Veranstalter der Querdenken-Demo werden in der Nacht auf den 16.05. höchstwahrscheinlich durch Brandbomben in die Luft gejagt. Auch wenn die Polizei bis heute annimmt, dass die Detonationen, welche die Anwohner gespürt haben, durch die geplatzten Reifen der LKW zu erklären sind. Im Spiegel liest man davon nichts. Ausgerechnet die Bild-Zeitung als eine der ganz wenigen überregionalen Medien hat überhaupt erst davon berichtet. Sichtlich betroffen schaut das Ehepaar Jürgen und René Heil auf ihre Lastwagen, die in der Nacht zu Samstag einem Brandanschlag zum Opfer fielen. Eigentlich sollten diese am Samstag Veranstaltungstechnik zum Cannstatter Wasen bringen. Gegen 3 Uhr halten 3 heftige Detonationen durch die Nacht. Dann sollen 4 vermummte Täter vom Tatort geflüchtet sein. Sekunden später schlugen schon meterhohe Flammen aus den 3 LKWs einer Firma für Veranstaltungstechnik, die in den vergangenen Wochen die Beschallung bei den Corona-Demos auf den Cannstatter Wasen übernommen hat. Und im Spiegel stand kein Wort von dem Brandanschlag, weil es nicht ins Narrativ passt. Wenn man darüber berichtet hätte, dann hätte der Leser ja eventuell Sympathien für die Opfer des Brandanschlags bekommen. Und das darf ja nicht sein. Darum hat man ein paar Tage später irgendwie versucht, den Spieß umzudrehen. Denn Regierungskritiker können auf keinen Fall die Gewaltopfer sein. Sie müssen doch irgendwie die eigentlichen Gewalttäter sein. Also kam der Spiegel mit seiner brandheißen Ken-Story ums Eck. Aber was sagt eigentlich die Staatsanwaltschaft zu dem Thema? Zu den investigativen Recherchen und der heißen Spur vom Spiegel? Die Staatsanwaltschaft hat die Spekulationen vom Spiegel zurückgewiesen und als, Zitat, weit hergeholt bezeichnet. Überraschung! Und auch eine Woche nach dem Anschlag hört man journalistische Glanzleistungen wie diese hier. In Stuttgart kamen heute mit rund 200 Demonstranten weit weniger als erwartet auf dem Cannstatter Wasen zusammen. Lag es eher am Wetter oder lahmt die Bewegung? Lag's am Wetter. Der SWR ist ja richtig investigativ unterwegs. Ich bin gespannt, was der Spezialist dazu zu sagen hat. Ja, da ist schon ein bisschen die Luft raus und das kann man bei so einem drastischen Rückgang an Teilnehmenden sicherlich nicht allein mit dem Wetter erklären. Yes, und jetzt kommt der Brandanschlag. Abgefackelte LKWs in einem Wohngebiet, Einschüchterungen und Angst des Organisators, der seine Kinder zu Hause von Securities bewachen lassen muss. Film ab. Die Rechnung des früheren Organisators scheint nicht ganz aufgegangen zu sein, sich zurückzuziehen und den Leuten das selbst zu überlassen. Es ist so unterirdisch. Und eine dreiste Verarschung des Publikums, also von euch. Die Rechnung des Organisators ging nicht auf? Was denn für eine? Opfer eines Anschlags zu werden oder Angst um seine Kinder zu haben? Es ist wirklich schwer, diesen Systemjournalismus noch zu ertragen. Und obwohl das komplett vorherzusehen war, weil es ein faktenfreier Diffamierungsbericht sondergleichen war, sind andere Medien wie die FAZ und der Fokus direkt auf die Spiegel-Story mit aufgesprungen. Welche Rolle spielt KenFM? Fakt ist, mitten im Wohngebiet fackeln LKW und Equipment im Wert von 200.000 Euro ab. Und dass hierbei keiner verletzt oder gar getötet wurde, kann man als ebenso glücklichen Umstand bezeichnen, wie die Tatsache, dass die Granate, die auf Ken Jebsen geworfen wurde, ein Blindgänger war, beziehungsweise sich der brennende Teil ihrer Zündschnur im Flug gelöst hatte. Wäre die in die Luft gegangen, hätte es in Stuttgart wohl eine Massenpanik gegeben und wir hätten auch Kleinkinder und Familien unter den potenziellen Opfern. Als Journalist hätte ich mich hier ausgetobt und ein Riesending draus gemacht, denn das ist es auch. Stattdessen Schweigen in der Republik. Ken Jebsen ist ein Täter und gemeingefährlich. Und wir können nun mal keine Story und kein Narrativ bringen, was ihn als Opfer darstellen müsste. Denn man darf keine Sympathien mit ihm entwickeln. Egal, ob die Story stimmt oder nicht. Auch angesichts eines derart feigen Anschlags kein Herz, kein Mitgefühl, keine Solidarität in der Gesellschaft für Ken Jebsen. Namaste, liebe Freunde der Meditation. Heute möchte ich euch zu unserem neuen Format Ignorance Philosophie begrüßen. Und dafür sitzen wir hier in dem Hümer-Wohnmobil. Wir sind ja mit dem Creative Caravan ab nächster Woche auf Tour. Das heißt also, wir besuchen alle Demonstrationen in ganz Deutschland und werden euch fotografieren zur Ignorance Pull the Trigger Kampagne. Wenn ihr das wollt, das ist natürlich kostenlos. Wir leben von Spenden. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch uns unterstützt und auch die Meditation
so dass wir das einfach weiter forcieren können, dass wir Filme drehen können, dass wir natürlich so tolle Interviews wie heute machen können. Und heute ist das erste Thema der Ignorance-Philosophie, dass wir die Markus-Lanz-Talkshow zitieren. Dafür habe ich Ken Jebsen eingeladen und er wird gleich kommen. Und ich freue mich tierisch, da einfach mit ihm kurz drüber zu reden. Und freue mich, wenn ihr uns ab jetzt in diesem Format begleitet. Und wie aufgeheizt diese Stimmung da ist, das zeigen Bilder vom vergangenen Wochenende in Berlin. Vielleicht können wir die einmal kurz zeigen. Was ist da passiert, Frau Kade? Ja, da sind halt durchaus Hooligans auch dabei. Tritt jemand ein Polizeibeamten? Ja, ne? Genau. Also wir hatten Kollegen dort vor Ort, die haben beobachtet, dass eigentlich der Anteil der Leute, die wirklich um ihre Grundrechte willen auf die Straße gegangen sind, der kleinere Anteil waren. Sondern die gewaltbereiten Schläger und Radikale, die haben da zum Teil den Ton angegeben. Mhm. War gar kein Polizeibeamter, ne? War ein Kameramann, glaube ich, oder ein Tonmann, der da getreten wurde. So rum, bringen da die Situation durcheinander. Aber die Leute... Gekapert. Gekapert, exakt, genau. Auch mit ganz bewusst keinen Abstand halten, ganz bewusst auf alles gepfiffen, was sozusagen virologisch empfehlenswert wäre. Ken, wir haben ja jetzt gerade Markus Lanz gesehen. War wieder ein Bashing, dass Demonstranten ja mehr oder weniger von der rechten Seite kommen. Und komischerweise haben wir jetzt so viele Demonstrationen erlebt. Und ich frage mich immer, meditieren, ist das rechts? Also ich habe eigentlich in der Zeit, in der Stunde nichts gesagt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Natürlich ist das nicht rechts, aber es ist eine klassische Propagandamethode, die jetzt auch nicht so originell ist. Ja? Da sieht man eine Person, von der wir nicht wissen, wer das ist, die tritt gegen einen Journalisten an dieser Stelle. Am Anfang wird er behauptet, ein Polizist, aber ein Journalist. Und dann geht er weg und dann sind noch, was ich, 3000 andere da. Man nimmt sich aber nur diesen einen und sagt, guck mal, das ist eine sehr provokative Menschenmenge da. Absurd, aber interessant ist auch, wer dort eingeladen wird, um bei Lanz darüber zu sprechen. Eine Person, die ich nicht kenne, wo dann als Untertitelung kommt, politische Beobachterin. Ja, das sind wir ja letztendlich alle. Also, ja, vor allen Dingen sind wir, das ist ja vor allen Dingen sind wir echte Beobachter. Ja. Wir waren dabei, ja. Ne? Wir saßen dabei. Ja, genau. Das ist der Unterschied zwischen ihr und uns. Also, sie war nicht da, wir waren da. Und ich kann nur sagen, es gibt auf jeder Demonstration, übrigens auch, oder bei jedem Fußballspiel wird es den einen oder anderen betrunkenen Fan geben. Und da kann ich sagen, ja, die Fans von Bayern München sind alle gewalttätig. Weil im gesamten Stadion in München, da ist einer ausgeflippt. Das gibt es in jedem Spiel. In jedem Spiel kommt die Polizei und nimmt 2, 3 besoffene Menschen mit. Ist in jedem Spiel so. Und er wird immer nie sagen, also das Fußball muss abgeschafft werden, weil überall sind, das sind alles gewalttätige Hooligans. Und wenn man das aber eben so macht, dann macht man sich irgendwann lächerlich. Und das merkt ja auch jeder, weil jeder, der auf so einer Demonstration war, und das nicht bestätigen kann, das können über 99,9% nicht bestätigen, der fragt sich, über wen berichten die da. Und was wir hier auch erleben ist, dieses krampfhafte Versuchen, wieder die Meinungshoheit zu gewinnen. Die Öffentlich-Rechtlichen haben sich entzaubert. Und das, was mich ärgert, also das sage ich ganz ehrlich, wir haben, also die Zahlen wissen wir nicht genau, aber wir haben jetzt zum Beispiel aus 40 Videos, die uns zugeschickt worden sind, mit Meditation, mit Demonstrationen, also alles mögliche aus ganz Deutschland, aus den kleinsten Dörfern bis hin zu großen Städten, haben wir Videos geschickt, wo wirklich Tausende auf der Straße waren. Und die ganzen Demonstrationen bis auf Berlin waren eigentlich friedlich, wo eigentlich noch nicht mal Leute verhaftet worden sind. Und wir haben das ganze Material gesichtet, was uns die Leute geschickt haben. Das waren Bürger, die sich zusammengetan haben, die sehr viele Menschen, die meditiert haben in ganz Deutschland, in kleinen Dörfern, die Andachten gemacht haben, die sich wirklich tolle Sachen auch einfallen lassen haben. Und dann wird einfach gesagt, so einfach mal mit einem Wisch, dadurch, dass so ein Agent Provokateur, und das muss man ja einfach sehen, das ist ja genau das, wo wir auch vor gewarnt haben. Wir haben immer gesagt, meditiert, weil meditieren ist politikfrei. Meditieren ist einfach ein Statement. Und wenn viele Millionen meditieren, dann ist das eine Ansage. Mehr braucht man eigentlich nicht dazu zu sagen. Wir brauchen nicht mehr Meinungsaustausch. Das können wir hinterher machen, da kann man dann über sowas reden. Aber während der Meditation ist genau das nämlich die Provokation, indem wir nichts machen und im Grunde genommen auch die Dynamik rausnehmen und die Energie verteilen, die die Meditation ausstrahlt. Und das haben wir ja auch gesehen. Es hat ja positive Auswirkungen gehabt. Also Berlin ist ja wesentlich ruhiger geworden. Also am Rosa-Luxemburg-Platz ist die letzten Wochen gar nichts mehr passiert. Obwohl wir auf der anderen Seite der
radikal Linken saßen, wo man ja die halbe Wiese geteilt hat. Und trotzdem war es so, dass es trotzdem eine friedliche Atmosphäre war. Also von daher ist es ja wirklich eine Unverschämtheit, wenn in so einer Sendung gesagt wird, dass diese Demonstrationen recht sind. Hallo liebe Meditationsfreunde, ich habe heute leider eine sehr schlechte Nachricht. Also wir haben uns lange überlegt, was wir jetzt tun. Aber nachdem wir heute unseren Bus umparken wollten und ja halt, nachdem wir halt wussten, dass der erste Reifen ziemlich sicher zerstochen worden ist und wir uns das eigentlich kaum erklären konnten, wie das machbar ist, weil das, man muss da schon wirklich mit einer richtig scharfen, spitzen Nadel reinstechen. Aber wir auch schon das eigentlich ziemlich sicher wussten mit den drei Einstichen, sind wir heute Morgen zu unserem Bus gekommen. Und ja, auch hier waren schleichender wahrscheinlich vielleicht nur ein oder zwei Einstiche. Mit einem Reifen ist immer noch eine minimalste Wahrscheinlichkeit, dass das keine Sabotage war. Jetzt mit dem zweiten Reifen wissen wir also ganz eindeutig, das war nur von Menschenhand möglich, dass da einfach diese Reifen zerstochen worden sind. Und ich möchte einfach mal ganz klar auch an die Leute, die das gemacht haben, einfach sagen, das ist so eine Schweinerei. Wir werden natürlich auch eine Anzeige jetzt machen. Also bisher habe ich gedacht, okay, es bringt sowieso nichts. Aber nachdem das jetzt passiert ist, werden wir eine Anzeige machen. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, wenn so ein Reifen platzt, dann bin nicht nur ich gefährdet und mein Team, sondern das ist ein fahrendes Geschoss. Das sind 18 Tonnen. Und wenn 18 Tonnen der Vorderreifen platzt oder sogar beide, weil der eine platzt und der andere hat den Luftdruck nicht und platzt danach, dann hast du praktisch keine Chance mehr, diesen Wagen irgendwo zu bremsen. Also der fährt dann auf alles drauf, was irgendwo im Weg steht. Und aus 80 Stundenkilometern ist das wirklich ein Geschoss. Kein Sportsgeist, kein medialer Aufschrei, keine mediale Ermahnung, die Debatte solle friedlich ausgetragen werden und hier wäre mal jemand deutlich zu weit übers Ziel hinausgeschossen. Kein gemeinschaftlicher Schulterschluss für Gewaltlosigkeit, für Fairness und Debattenkultur, keine Anteilnahme, nichts, gar nichts. An alle Redakteure der großen Blätter und Plattformen. Ihr scheint wirklich unterirdisch armselig und undemokratisch zu sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Denn auch wenn euch das vielleicht nicht bewusst ist, was ihr hier macht, ist gemeingefährlich. Wenn man mit bestimmten Menschen nicht mehr redet, wenn man bestimmte Themen und Standpunkte gar nicht mehr hören, gar nicht mehr diskutieren will, obwohl ein Großteil der Gesellschaft Redebedarf hat und sich nicht beachtet fühlt, dann ist das sehr gefährlich. Demokratie ist eben keine Mehrheitsdiktatur. Demokratie heißt nicht, wir, die Mehrheit, geben jetzt die Marschroute vor und ihr müsst mitkommen oder wir verstoßen euch. Das ist Faschismus. Der öffentliche Debattenraum ist das Herzstück von Demokratie. Demokratie und öffentlicher Debattenraum ist eins sozusagen. Das Wesen des Politischen ist gerade der Nicht-Konsens. Sonst wäre es nämlich nicht politisch. Dann wäre es einfach nett. Alle anderen Meinungen zu stigmatisieren, mit Worten wie Verschwörungstheoretiker, Rechter oder Schwurbler, alle anderen Meinungen als die eigene, die eine richtige zu kriminalisieren, endet in Mord und Totschlag, in Umerziehungslager und Wahnsinn. Das ist verrückt. Wann haben wir denn mal genug davon? Die Mainstream-Medien stehen mit der Verunglimpfung sämtlicher Gegenstimmen und dem Verschweigen wichtiger Informationen unter ein und demselben Diktat. Sie täuschen eine sogenannte Medienvielfalt und Meinungsfreiheit lediglich vor. Ein Betrug also. In der Zeit vom 20. Juni bis 20. Juli 2020 richtete KlarTV an 540 Medienverantwortliche im deutschsprachigen Raum die dringliche Aufforderung, die Ereignisse rund um die Corona-Krise gründlich zu beleuchten und auszuwerten. Darüber hinaus enthielt das Anschreiben von KlarTV zahlreiche fachkompetente Zeugenaussagen, die mit gewichtigen Enthüllungen einen weltweiten Corona-Betrug entlarven. Die nüchterne Reaktion bis zum 20. Juli 2020: 537 Medienverantwortliche schweigen. Lediglich drei reagieren. Der Bayerische Rundfunk schreibt, dass er ja über diese Gegenstimmen berichtet hätte. Der MDR erklärt freundlich, dass es ihm ein Anliegen sei, die Erkenntnislage zu Corona transparent zu machen. Und vom Hessischen Rundfunk erhielt KlarTV bisher nur eine Eingangsbestätigung. Was sowohl der BR als auch der MDR
in ihren Rechtfertigungsschreiben allerdings ausblenden, ist die Tatsache, in welchem Kontext die öffentlich-rechtliche Berichterstattung bezüglich der Gegenstimmen meist stattgefunden hat. Wer die Sendungen sieht und studiert, wird um das Attest nicht herumkommen, dass jede freie Expertenstimme stets im Kontext gefährlicher Verschwörungstheorien, Fake News, Rechtsextremismus, Staatsfeindlichkeit bis hin zum Antisemitismus steht, sobald es um aufdeckende Gegenstimmen geht. Dies überrascht nicht, wenn man weiß, dass zum Beispiel die heutige MDR-Intendantin Professor Dr. Carola Wille bereits zu DDR-Zeiten propagandistisch aktiv war. So wies die FAZ schon im Jahr 2011 auf den Umstand hin, dass Wille im Institut für internationale Studien bis in die allerletzten Tage der DDR Propagandatexte gegen die Bundesrepublik Deutschland veröffentlichte. Im Jahr 2019 geriet Wille öffentlich unter Druck, weil unter ihrer Leitung eine 89-seitige Manipulationsanweisung in Auftrag gegeben wurde. Darin sind Techniken moderner Sprachpropaganda, von der Vernebelung unliebsamer Dinge über die Beschönigung eigener Taten bis zur Diffamierung von Kritikern und Konkurrenten beschrieben. Auf die Frage, warum wir im Hochsommer bei 30 Grad keinen Mundschutz getragen haben und keinen Abstand gehalten haben, ist leicht zu beantworten. Weil es unserer Ansicht nach nicht nötig ist. Dazu gibt es diverse Gründe. Zuerst ist anzumerken, dass es keinen empirischen Beweis dafür gibt, dass Menschen ohne Symptome das Virus SARS-CoV-2 übertragen. Es gibt lediglich unbelegte Thesen und Modellrechnungen seitens der WHO dazu, die im Übrigen über 80% von privaten Organisationen finanziert wird, die natürlich gerade alle fleißig von den getroffenen und folgenden Maßnahmen kräftig profitieren. Die neue Demokratiebewegung in Deutschland moniert, dass unter dem Notstandsregime sämtliche Grundrechte außer Kraft gesetzt wurden, darunter die Versammlungsfreiheit, die Freiheit der Wissenschaft, eine funktionale Pressefreiheit und das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper. Zitat: Warum trampelt ihr auf unseren Grundrechten herum? Zitat Ende, fragten Teilnehmer auf ihren Transparenten der von den Demokratiebewegungen Querdenken aus Stuttgart und Nicht ohne uns aus Berlin initiierten Massenkundgebung. Die Demokratiebewegung hat zwar schon viele Lockerungen und eine teilweise Wiederherstellung der Versammlungsfreiheit für alle Menschen erreicht, gefordert wird aber vollständige Aufklärung und Diskussion sämtlicher Stimmen aus der Wissenschaft. Den Begründungen für die Restriktionen unter Corona werden schulmedizinische Analysen gegenübergestellt, wie jene der Virologen Professor John Ioannidis und Professor Sucharit Bhaktis, die zusammen mit tausenden weiteren Fachleuten die Erklärung für die Auslösung der globalen Angst vor Corona in politischen Entscheidungen und wirtschaftlichen Interessen begründet sehen und weniger als medizinisches Phänomen. Ihre Expertisen sind mit jenen von mindestens 250 weiteren Wissenschaftlern unter nichtohneuns.de/virus abrufbar. Rechtsanwalt Markus Heinz warnte vor der Möglichkeit eines neuen Faschismus unter dem Deckmantel von Corona. Mehrere Rednerinnen wiesen darauf hin, dass ein umfassender Angriff auf alle Bereiche des Lebens stattfinde und der wirtschaftliche Nutzen ausschließlich bei Globalkonzernen aus dem digitalen Handel und der Pharmalobby liege, zum Leidwesen von Milliarden von Menschen weltweit. Soziale und ökologische Verbesserungen stünden durch die Corona-Regierung für niemanden in Aussicht. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit, doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt, doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung, doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation, Fake News machen dich zu einem Klon. Das ist doch gar nicht wahr, das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media, das ist doch gar nicht wahr, nicht wahr.